Ja, das Besondere an unserem Weingut ist, dass es im Prinzip eine Verschmelzung von althergebrachten Methoden ist und einem ganz modernen, aktuellen Winemaking. Ich habe 1995 das Weingut von den beiden Brüdern Fritz und Hermann Ziene als Quereinsteiger übernommen. Ich habe viel von diesen Herren gelernt, viel von deren großer Philosophie übernommen, aber auch Schritt für Schritt jeden Weg des Winemakings überprüft und verifiziert, modernifiziert. Und ich denke, heute ist eine Sache rausgekommen, die für sehr viel Individualität und kreative Neugierde spricht. Ja, das moderne Winemaking ist sicher, dass wir sehr stark eine Kühlvergärung machen, dass wir im Prinzip Reinzuchthefen einsetzen, aber gleichzeitig auch mit natürlicher Hefeflora arbeiten. Das heißt, dass wir im Prinzip überimpfen oder dass wir spontan vergorene Weine verschneiden, rückverschneiden mit anderen konventionellen, kaltvergorenen Weinen. Das Besondere an unserer Region, wo wir herkommen, ist, dass sie unheimlich ein interessantes Terroir hat. Wir haben Weinberge, die sehr stark vom Muschelkalk, vom Buntsandstein und vom Rotliegenden geprägt sind. Wenn wir uns dann die Mühe machen, die Weine einzeln und separat auszubauen, dann führt das dazu, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Typen an Weinen haben, die sehr viel Spiel und Spaß rüberbringen. Die Vielfalt der Arbeit ist das, was mich fest fasziniert. Ich bin im Prinzip der Frontman, der die Unternehmung nach außen hin repräsentiert. Ich bin aber auch der, der während der Weinlese direkt vor Ort ist, die Leute beaufsichtigt, mit ihnen spricht und hier schon bei der Ernte, bei diesen ganz elementären Arbeiten mit Hand anlegt. Die Kellerarbeit ist unheimlich spannend, aber auch der Kontakt mit Menschen ist das, was irgendwie faszinierend ist in dieser Sache.